Servus Leute, in dem Video zeige ich euch, wie ich einen Chest-Rig nähe. Das wird ein teilbares Chest-Rig, eben aus Totalen und dann mit Trägern. Ich habe immer eine Skizze gemacht, ich weiß auch, wie der durchblickt. Eben die beiden Teile, trennbar, hier dazwischen eben Steckschließen, hier die Schultergurte. Die Maße habe ich dran gemacht, also wieder nur eine grobe Skizze. Ich habe auch schon zurechtgeschnitten, diese beiden Teile hier werden die Träger und diese beiden Teile werden eben die beiden Vorderteile. Gurtband für die Molleschlaufen, eben die entsprechenden Verschlüsse und Reißstäbe. So, da kann ich auch eigentlich schon loslegen. So, ich fange jetzt mit den Schultergurten an, aber noch keinen konkreten Plan. Ich werde die aber polstern mit etwas Schaumstoff. Habe ich bei OBI gekauft. Fasse noch die Breite ein bisschen an. So. Ich habe eine recht simple Idee. Und zwar möchte ich das hier so hinlegen. Dann diese beiden Seiten so drüber klappen. Und das dann vernähen. Ich hoffe mal, dass es so hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Ich fange jetzt einfach mal auf gut Glück an. Probier es einfach mal aus. So, kleine Planänderung. Ich lege das übereinander und nehme dann direkt dieses Gurtband hier fest. Ich hoffe mal, die Nähmaschine macht das mit. Ja, passt. So, jetzt noch die andere Seite. Es scheint recht gut zu funktionieren. So, ich habe die beiden Träger fertig. Man sieht, ich habe jetzt erstmal so nackig. Später, wenn ich noch Band übrig habe oder Gurtmaterial, dann werde ich hier noch Querverstrebungen hinmachen, eben Molle, dass ich an die Schultern auch noch was machen kann. Jetzt lasse ich die erstmal so nackt schauen. Sieht eigentlich schon ganz gut aus, ist leider ein bisschen schräg geworden, weil es nicht ganz so einfach ist, das so zu nähen. Aber es passt schon. Ist beide recht symmetrisch schräg. Also schon okay. Jetzt widme ich mich den Vorderseiten oder der Vorderseite und da habe ich hier diese beiden Teile. Erstmal das eine, das werde ich hier so knicken und dann vernähen. So, dann vernähe ich das jetzt mal. So, jetzt habe ich diese beiden identischen Teile fertig. Eben die linke Seite und rechte Seite, ist ja an sich egal wie rum. Die Träger werden später hier eingenäht, dafür werde ich dann die Naht nochmal auftrennen müssen. Ist aber auch nicht so tragisch. Gut. Jetzt werde ich beide an der Rückseite mit Klett bestücken. Das macht es ein bisschen robuster und außerdem möchte ich dann später die Möglichkeit haben, da eben nochmal Polsterung oder sowas dran zu kletten. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich wirklich Polsterung brauche und deswegen mache ich erstmal Klett dran, mal schauen. Gut, den nehme ich jetzt dran, das filme ich jetzt auch nicht. So, so sieht es jetzt aus. Also die eine Seite ist eben Cordura, die andere Seite jetzt, ja, Klett, Flausch und jetzt fange ich an, die Molleschlaufen anzunähen. Das filme ich auch wieder, weil das ist ja wieder interessant. So, da soll ja diese Steckschließen, die sollen da ja sein. Deswegen mache ich jetzt hier die erste Schlaufe direkt mit der Steckschließe. Beziehungsweise die Steckschließe direkt an der ersten Schlaufe fest. Jetzt falte ich das hier entsprechend. Dann lege ich das hier drauf. Und jetzt nehme ich das fest.
So. Ich habe mir jetzt eine Methode überlegt, wie ich effizienter arbeiten kann. Ich habe hier aus dem Stück mit Kreide angezeichnet, wo die Riemen sein werden. Jetzt kann ich die einfach hier so alle gleichzeitig dann immer festnähen. Immer hier so. Jetzt muss ich nur hier die Linien anzeichnen. Und dann wird das klappen. Dann kann ich es schnell machen. So, bevor ich es vergesse, ganz wichtig, jetzt müssen hier nämlich Träger rein. So muss ich jetzt hier die Naht ein Stück auftrennen, dann rein und dann wieder zunähen. So, jetzt habe ich es hier aufgetrennt. Jetzt mache ich das hier rein. Ich hoffe mal, die Nähmaschine macht das jetzt mit. Ja, noch ein Stück weiter auftrennen. So. Nicht ganz wichtig, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich zu viel auftrennen. So, dadurch, dass ich dann hier noch die Modelschlaufen drüber mache, wird das schon fest genug vernäht, dass wir dann schon halten. So, jetzt nehme ich ganz normal die Molle-Schlaufen weiter. Das filme ich jetzt nicht, weil der ist ja dann auch uninteressant. Okay, die eine Hälfte ist jetzt fertig. Man sieht, das ist vorne. Das sind eben hier die Schnallen vorne in der Mitte, dass es Jetstrick teilbar ist. Hier an der Seite, das ist dann für hinten, dass das den Gurt, der eben um die Hüfte geht, dass es Jetstrick hinten zusammenhält. Und dieser D-Ring, der ist dafür da, also das ist der Schultergurt von der anderen Seite. Dann rumgeht und hier durchgefädelt werden kann. So, und hier hinten wird das dann mit einem Dreisteg befestigt, dass es auch längenverstellbar ist. Dann passt das. So, die andere Seite mache ich jetzt ganz genauso, nur eben, dass dann hier vorne diese Teile dran sind, also die Gegenstücke hierfür. Okay, das passt schon mal nicht. Genau. Das. Und auf der Seite dann eben das Gurtband. Mit diesem Teil, das dann hier dran kommt. Gut. Das mache ich jetzt, ich filme es nicht, wäre ja zu langweilig. Gut. So, jetzt habe ich beide Teile fertig und auch direkt schon zusammen gemacht. Man sieht, das ist die Vorderseite mit dem Molleschlaufen. Ich muss sagen, die habe ich echt recht gut hinbekommen. Die beiden Schnallen eben zum Auseinandermachen. Die gepolsterten Gurte. Muss ich mal gucken, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt noch außen hier Mollschlaufen dran mache, muss ich mal schauen. Hinten überkreuzt, dann fest und eben hier noch diese Riemen. Ich muss sagen, ich habe es jetzt gerade schon mal angehabt, ist gar nicht mehr schlecht. Ich mache dann auch gleich meine Taschen dran und mache euch dann später auch ein paar Bilder hier ans Ende vom Video, dass ihr mal seht, wie das Ding so aussieht. Ja, ich habe einige Schritte relativ undeutlich gemacht, deswegen zeige ich euch das. Chestrick haben wir hier so im Wald. Das ist jetzt also fertig. Man sieht, es besteht aus diesen beiden Teilen. Das hier ist dann vorne in der Mitte. Hier die andere Seite. Träger. Da habe ich jetzt noch Molleschlaufen dran gemacht. Dann schien mir eben praktisch. Gut. Das hier ist hinten. Hier überkreuzt. Hier diese D-Ringe. Das der Riemen durch. Und dann hier mit dem Dreisteg hinten. Also deswegen kann man das verstellen. Das hier kann man auch verstellen, eben wegen dieser ganz normalen Steckschließe, Fastex-Verschluss, wie auch immer. Dann auch hinten ein Dreisteg, dass es der Bändel nicht irgendwo rumflattert. Gut. Dann, wie ich in dem Video gesagt habe hier vorher, hier habe ich Kletten gemacht. Ja, ist gut. Da habe ich Kletten gemacht. Ja, da an die Innenseite oder Rückseite habe ich Klett gemacht. In die Rückseite habe ich Klett gemacht, dass ich dann eben nochmal Polsterung dran machen kann oder so Airspace Mesh oder irgendwas ähnliches. Muss ich noch gucken, ob ich es überhaupt brauche. Selbst wenn nicht, dann habe ich eben Klett, ist kein Problem. Das kann ich eben, wie ich möchte, was dran kletten.
Alles klar. Dann ziehe ich das Ding mal an. So, ich will euch jetzt nochmal gerade das Chefstück hier draußen zeigen, wie das so aussieht. Ja, man sieht, es ist sehr flach und eng anliegend. Hier oben an den Trägern habe ich dann noch Modelschlaufen hingemacht, habe ich aber nicht gefilmt, ist auch nichts Besonderes. Gehen wir gerade näher dran. Dann ist er einfach hier festgenäht. Ja, ist ganz gut das Teil. Ja, ich hatte auch gerade schon die Magazintaschen dran, zeige euch gleich, wie das aussieht. Gut, also hinten die D-Ringe, hier lässt sich das halt verstellen. Das hier hält das alles da, wo es hingehört. Vorne eben kann man öffnen. Das ist ganz praktisch, wenn man die Jacke anhat oder irgendwas unter der Jacke hat oder eben an den Taschen beim Smog möchte. Na, wo ist der Reißverschluss? Da. Kann man eben an die Taschen oder sonst wohin, wenn man das möchte. Dann kann man es wieder schließen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil, ist mir gut gelungen. Ja, auch so ganz kurz, Schneetarn. Ja, hier liegt jetzt nur Minimalschnee, ich dachte hier liegt mehr. Na gut, so sieht man zumindest das Chestrick richtig und hat einen guten Kontrast. Gut, jetzt zeige ich euch jetzt nochmal mit Taschen. So, jetzt habe ich mal hier die Taschen dran gemacht. Also das sieht recht stimmig aus. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Produkt. Und von hinten. Kann hier überall die Taschen gut dran machen. Auch hier, hier hinten haben jetzt keine dran. Schauen, ob ich das noch was dran mache oder ob ich es weglasse. Ganz praktisch hier halt eben Fake Tourniquet und so. Gut. Öffnen kann man das ganz einfach hier vorne. Und dann kann ich den auch das Teil auch so ausziehen. Und fertig. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. Habe ich ja relativ schnell genäht. Die Taschen sind auch praktisch. Ach so, zu den Taschen habe ich auch ein Video. Das verlinke ich euch mal hier. Einfach draufklicken, dann kommt ihr zu dem Video. Eben hier so eine Doppelmagazintasche. Danach drei solche Doppelmagazintaschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht habe ich euch ein paar neue Ideen gegeben. Vielleicht wollt ihr euch auch selber mal einen Chestrick bauen. Dann vielen Dank fürs Anschauen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.